Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Okay, gehen wir zu Herr Da Vinci. So, so, nicht nur ein Maler. Was ist er denn noch? Nee, ich will keine Gruppe anheuern. Und hier komme ich nicht weiter. Gleich mal direkt hier hochgeklettert. Zu Herr Da Vinci. Damit wir endlich mal wieder eine Waffe haben. So. Ja, ich weiß, dass ich da noch nicht hin kann. Das war keine gute Entscheidung. Wo ist der? Scheiße! Dort, auf ihn! Er hat Scheiße gesagt, das sagt man noch nicht. Doch, ich bin euch entkommen. Komischer Kerl, klettert einfach mal über die Mauer. Könnte hier sein. Ja! Krass. Hätte ich nicht gedacht. Wir verlieren ihn! Lazio, packt ihn! Hätte ich nicht gedacht, dass der mich noch findet. Die suchen aber auch ein wie die Tiere immer. Sind die weg? Ja, stehen da noch. Ich warte mal jetzt, bis er auch weg ist. Ja. Ups. Zeig etwas Respekt. Hab ich doch. Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich! Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel.
Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Okay, endlich mal eine vernünftige Waffe. Ich hab doch die Waffe ausgewählt. Ja. Unglaublich! Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Okay, jetzt geht's los. Seid ihr Leonardo da Vinci? Nein. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Okay. Haben wir einfach in die Klinge rein, Lutus. So schnell geht das. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Ja, klar. Jetzt will er die Leiche nicht nehmen. Ezio, bitte. Nimm diese Leiche. Danke. Passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Okay. Haben wir einen Ass, ne? Versteckte Klinge erhalten. Fähigkeit Attentat erlernt. Wow, ich kann sogar mit der Klinge kämpfen. Ist gut zu wissen. Kann man sich Hauptsache verteidigen. Müssen wir zu der netten Dame zurück. Ich kenne euch aber nicht. Lass mich ja in Ruhe, Jungs. Magnifica notte, eh? Solange ihr keinen Streit anfangt, fange ich auch keinen an. Okay. Hey,
Hey, Bremen, hab nur geblinzelt. Das wollte ich jetzt gerade nicht tun, aber es ist passiert. Wo schneidet man mit? Moment mal. Da! Okay. Vorwärts! Bravo! Bravo! Oh, wow. Er holt die Klinge nicht raus. Jetzt hier so. Bleib mir an! Ja, so, bring, so bringt das schon mal nichts. Wenn du die Klinge nicht rausholst zum Kämpfen, bringt das gar nichts. Würde ich nicht machen, nicht. Ja, du bist aber nicht ich. Und ihr seid auch nicht so schnell wie ich. Ich hab jetzt mein Ziel komplett verloren. Dort ist er! Pack ihn! Ja. Die kriegt mich nicht. Lachu, da ist er! Auf ihn! Und wenn seid ihr nicht. Nein! War doch nicht. Okay, ganz knapp. Was ist jetzt? Noch ein Kondottier. Ausschwärmen, er ist hier. Ach, wirklich. Verdammt, er ist fort. Ist auch so richtig schlau, sich neben die Wache zu setzen. Was müssen wir tun, um den Biskern zu erwähnen? Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Ist das vielleicht? Boah, das war knapp. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Sollen wir jetzt Rache üben, oder was? Mann, Mann, Mann. Okay. Dann machen wir das doch. Ist doch kein Problem. Man soll eigentlich keine Rache ausüben, aber... Naja. Noch ein Fremdling. Ich halte mich da geschlossen. Wenn Ezio das so möchte, wird das auch so gemacht. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Aha. Unbemerkt folgen. Du bist ja... lustig. Weil ich nicht mehr... Oh, da ist eine Schatzkiste. Ja, muss ich mir merken. Okay. Da ist eine Wache. Hier ist eine Wache. Ja, genau das meine ich. Bin ich doch. Komm mal zur Ruhe, Mann. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach...
Ich muss da rein. Dieser Mann. Okay. Einen Moment bitte. Ecolo, du kannst nicht entkommen! Scheiße. Ja, genau. Ran mir das Messer. Nee, das Schwert noch in die Kehle. Ist doch kein Ding. Ich wollte die Damen doch gerade anheuern. Überall sind Waffen. So. Ich brauche eine Gruppe. Dann nehme ich doch die Damen. Komm mal hier runter jetzt. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Falsche Taste. So, plünder ich. Wow, du bist jetzt richtig rich, Alter. Richtig rich. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Ich muss in die Richtung. Da sind sie ja. Okay. Ihr seid meine Lebensversicherung. Verbringt eine verbotene Zone für dich. Okay, danke. Nein, die kennt mich nicht. Muss mich, genau, den Menschen lassen ran. Da! Okay. Machen wir es jetzt nochmal anders. Nehmen wir die Damen und gehen dann rein. So. Eine sehr, sehr komische Mission. Mission. Ja. Mehr Fremde. Nur nicht auf. Hört her! Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede. Masken tragen. Torheiten der Reichen. Meine Schöne, komm zu Papa. Oh. Hat jemand mein Ding? Diese Damen haben keine Zeit für uns. Euch ist nicht nach etwas Amüsement zumute. Sieht aus, als müsstet ihr euch entspannen. Wein und Wein. Festen. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch. Krass, mein Rechner ist abgeschmiert, oder? Ich kann es schon. Nein, doch nicht. Wie hättet ihr wissen sollen, was er plante? Okay. Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Du! Okay. Ja, ich. Einmal reinstechen hätte gereicht. Ezio. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Okay. Assassino! Genau, ein Assassine, Leute. Ich hab's erratet.
Ezio, warum bist du immer auf Stress aus? Oh, mein Lieber. Hier durch? Ehrlich? Ja klar, so schnell bin ich enttäuscht. Die beste Kleidung hier. Seide und fein gewobenes Leinen. Nein, langsam. Das war für die Suppe, die ihr helfen sollt. Einfach mal die Leute ein bisschen beklauen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Der Ezio ist immer nur auf Suche nach Stress. Sorry. Klopfen. So. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Okay. Schönes Angebot. Jetzt können wir endlich mal unseren Bekannten... Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Okay. Kann ich dich von hier aus? Das würde ich schon gerne mal ausprobieren. Oh, Ezio. Ich sehe zu, dass ja, das geht. Los, Irrsinn! Genau das wollte ich ausprobieren. So. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht. Reingehauen.